Servus, fließt's bei dir oder nicht? Der Peter hat mich vor vielen Jahren gefragt, was meinst du? Ich könnte den Betrieb meiner Eltern übernehmen. Soll ich es machen oder nicht? Ich habe zu ihm gesagt, mach's. Du wirst sehr erfolgreich sein und du wirst richtig viel Freude mit diesem Betrieb haben. Jahre später ist es wirklich so. Er ist sehr erfolgreich und gleichzeitig tiefenentspannt. Der Klaus ist ebenfalls vor vielen Jahren auf mich zugekommen und hat zu mir gesagt, ich könnte den Betrieb meiner Eltern übernehmen. Würdest du mir da dabei helfen? Ich habe zum Klaus gesagt, wenn du wirklich einen Rat von mir willst, nachher bitte mach's nicht. Er war natürlich nachher bitterböse auf mich und hat den Kontakt komplett abgebrochen. Einige Zeit später hat mich sein Vater einmal angerufen und hat gesagt, Gott sei Lob und Dank. Das wäre eine absolute Katastrophe geworden. Er ist so froh, dass der Klaus diesen Betrieb nicht übernommen hat. Was macht aus einem Chef einen guten Chef? Aus einem Selbstständigen einen guten Selbstständigen? Aus einem Unternehmer, einen guten Unternehmer? Was macht es aus? Gibt es eventuell ein Chefhormon? Wir starten gleich los. Genügt es, wenn du ganz viel Fachwissen und Erfolgshunger an den Tag legst? Oder fehlt da noch was? In den weit über 20 Jahren als Coach für Führungskräfte habe ich eins gesehen. Es werden solch gravierende Führungsfehler gemacht, die aber so oft den kompletten Absturz von einem Unternehmen bedeuten. Gleichzeitig werden ganz wesentliche Erfolgsschlüssel überhaupt nicht genutzt. Du weißt es selber. Wenn du Führungsperson bist, dann spielst du immer mehrere Hauptrollen gleichzeitig. Du bist Motivator, du bist Kommunikator, du solltest klar und eindeutig kommunizieren, du solltest den Überblick haben über das Ganze, du solltest wissen, wohin die Reise geht, eine klare Vision brauchst du natürlich auch. Du solltest wissen, wie der Kunde tickt, wo die Trends im Marketing, im Vertrieb hingehen. Du solltest sehr viel wissen. Und das sind nur einige der wenigen Hauptrollen, die aber so Führungskraft hat. In den vielen, vielen Beispielen habe ich es selber erlebt. Gute Führungskräfte, die haben etwas, das was andere nicht haben. Ja, es gibt wirklich ein Chefhormon. Wissenschaftler haben im Zoo eine Gruppe Affen beobachtet. Und einer von diesen Affen ist am Baum ganz oben gesessen. So eine Art Chefaffe. Und die anderen waren so eine Art Angestelltenaffen. Und dieser Chefaffe, was glaubst du? Dieser Chefaffe hat doppelt so viel Serotonin im Blut, als wir seine Angestelltenaffen. Jetzt haben die Wissenschaftler diesen Chefaffen einmal rausgenommen aus dieser Gruppe und die haben geschaut, was passiert. Und diese Gruppe, die ist komplett durcheinander gekommen. Denen hat auf einmal die Struktur gefehlt. Auf einmal. Die sind übereinander hergefallen. Jeder wollte Chef sein. Und die Stimmung, die ist immer schlechter geworden. Und dann haben die Wissenschaftler einem von diesen angestellten Affen mehr Serotonin zur Verfügung gestellt. Und schwupps, dieser angestellte Affe ist sehr schnell ganz oben gesessen. Er war nachher der Chefaffe. Und die anderen haben sich gedacht, oh, irgendwas stimmt da nicht. Aber sie haben es akzeptiert. Und nach 2 bis 3 Stunden hat diese Serotonin-Zusatzdosis nachlassen und nachher haben ihn die anderen natürlich wieder sehr schnell runtergeholt, weil die haben das nicht akzeptiert. Also, es gibt ein Chefhormon, Serotonin. Man sagt auch Glückshormon dazu. Was bedeutet das jetzt im Alltag? Wenn du einen erhöhten Serotoninspiegel hast, dann heißt es für dich, dass du dir viel leichter tust, die Dinge mit Abstand zu nehmen. Dass du ruhig bleibst, wenn irgendwas passiert. Dass du von Natur aus lösungsorientiert bist. Und dass du von Natur aus eine gute, und zwar eine sehr gute Grundstimmung hast. Und diese 3 Dinge, die gehören zu den absoluten Erfolgsfaktoren für Führungskräfte.
Es gibt jetzt genau zwei Möglichkeiten. Entweder du hast dieses Chefhormon dabei oder du hast es nicht dabei. Die Maria würde ich beschreiben als lebendiger, bunter Vogel. Sie ist sehr kreativ, sehr spontan und sehr emotional. Sie hat vor vielen Jahren ein Unternehmen gegründet und sie war erfolgreich und sie hat alles gegeben. Aber sie hat immer mehr das Gefühl gehabt, ihre Energie fließt total ab. Sie hat sich mit Mitarbeitern schwer getan. Diese ganze Struktur, da hat sie sich zwar sehr bemüht, aber irgendwie ist es nicht so richtig gut gelungen. Sie hat sich regelrecht aufgearbeitet. Und immer mehr hat sie schon um 10 Uhr in der Früh das Gefühl gehabt, sie ist komplett leer. Was ist da passiert? Die Maria hat einfach dieses Chefhormon nicht dabei. Sie ist besser aufgehoben in einer Position, wo sie einfach genau so sein darf, wie sie wirklich ist. Sie hat da eine Führungsrolle übernommen, die was sie gar nicht spielen kann. Also Chef, das kann man einfach nicht lernen. Ein guter Chef vor allem. Sie hat erkannt, dass diese Schuhe, die was sie anlegen sollte, nicht nur eine Nummer zu groß ist, sondern 3 oder 4 Nummern zu groß. Und so kann man dieses Chefsein einfach nicht lernen. Man hat es dabei oder nicht. Auf der anderen Seite, wenn du aber dieses Chefhormon dabei hast und du tust dir leicht, den Überblick zu behalten, die Ruhe zu bewahren und bist von Natur aus lösungsorientiert und deine Grundstimmung ist meistens recht gut, nachher kannst du natürlich in den Bereichen Führungstätigkeiten richtig erfolgreich sein. Und wie kannst du jetzt das noch aufbauen? Mach genau die Dinge, die was dir gut tun, die was dir Energie bringen. Schau auf deine Grundstimmung. Schau, dass es dir richtig gut geht. Lass dich nicht in kleine Details einbinden. Behalte immer den Überblick und schau, dass du den Abstand nehmen kannst. Dass du einfach von weitem draufschauen kannst. Weil das ist dein Talent und deine Fähigkeit. Und du suchst immer nach Lösungen. Und andere erzählen dir immer, wo das Problem ist. Aber du suchst immer nach Lösungen. Und je mehr, dass du genau diese 3 Bereiche fütterst, aufbaust, desto besser wirst du genau in diesen 3 Bereichen. Also wenn du dieses Chefhormon dabei hast, dann kannst du richtig Gas geben, du kannst richtig durchstarten. Du kannst genau diese 3 Erfolgsfaktoren so richtig füttern, und zwar im Alltag. Und wenn du es nicht dabei hast, so wie die Maria, nachher such dir eine Position, die was dich erfüllt, die dich glücklich macht. Aber das wird alles sein, nur nicht Chef. Wenn dir dieses Video gefallen hat, nachher freue ich mich über deine Bewertung, also über deinen Daumen. Und denk dran, diesen Kanal zu abonnieren. Weil nachher bist du immer dann, wenn etwas Neues daherkommt, in der ersten Reihe. Ich freue mich schon aufs nächste Mal. Vierte Servus, mach's gut.